Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Kingdoms Reborn und hallo Rado. Hast du jetzt kurz überlegen müssen, wie du heißt, oder was? Nein. Das klang so. Hier ist euer Dragner. Nee, hier ist der Rado. Oh, ich starte jetzt einfach. Ja, ich hatte in der letzten Folge ja schon Namensprobleme. Ja. Okay, wir starten einfach. Ich sag's jetzt nochmal vor laufender Aufnahme. Wie geht's deinem Genozid? Ja, läuft. Rado, der Meister. Du betreibst ja vollkommen, das weißt du schon. Ne? Rado, der Meister der Selbstvernichtung. Bei mir sterben alle in Schönheit, weißt du? Ja. Ja. Bestimmt, meinst du? Ja. Jetzt klingt so, als wenn wir wieder im Geisterspiel wären. Ja. Oh, Haus 63 von 63. Lager 52 von 52, ja nicht schlecht. Du eroberst wieder Länder. Nein. Was würde ich nicht tun? Nee. Nein. Von, oh, 4 Migranten von Rado, ja, nehme ich. Nehme ich. Warum hebt ihr denn die Steine hier eigentlich nicht auf? Könnt ihr mir das mal erklären? Habe ich jetzt schon zweimal beauftragt. Tut doch mal was für euer Geld, Leute. Ach, das ist eine Taverne, ich wundere mich gerade. Okay. Baustellen. Da haben wir nach wie vor eine, da brauchen wir aber auch Eisen dazu. Oh, Storage to Farm. Dann bauen wir doch hier direkt eins. Den Hammer, ja, schaut doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Hier wird gerade gebaut. 110 von 110. Das heißt, wir könnten eigentlich auch schon wieder neue Häuser setzen. Ich muss mal meinen Baustellen mal wieder eine Bremse einfahren. Ich habe viel zu. Oh. Manchmal verliert man da so den Überblick, wie viele Baustellen ich hier habe. Das ist ja der Hammer. Gehen wir mal zum Rado. Bei mir muss auch in der Ruhe gebaut werden. Also hier hinten baut er gerade Lager. Hier haben wir immer noch seinen Taylor und Holzkohlebrenner. Ein Beekeeper. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Trading Port. Wo baut er denn noch? Hier hinten. Bibliothek. Noch ein Trading Post. Ein Forester. Ja, du hast ein bisschen was. Möchtest du uns über dein Dorf ein bisschen was erzählen? Ja, also es ist so, es gibt ja diese Hauptinsel in der Mitte, ne, wo das, versuchst du es wieder. Ja. Immer mal wieder. Und kostet ja nicht viel. Also die Hauptinsel, wo ich links quasi ein bisschen Gewerbe habe und dann rechts über die Brücke ist so Gewerbeschwerpunkt mit Clay und Brick und so weiter und so fort. Und hier im Norden die Insel, also über die Brücke hinweg, entsteht schon wieder die nächste Siedlung. Ja, so viel kann ich sagen. Auf der linken Seite ist dann nochmal ein Forester. Da baue ich auch gerade nochmal einen Beekeeper. Ja, sonst gibt es gar nicht so viel zu erzählen, oder? Gibt es noch irgendwas, was besonders wäre oder interessant wäre? Nicht, dass ich... baue gerade das dritte Immigration Office. Oh, du bist ja gut dabei. Ich habe nur eins, wie immer. Ja, um möglichst viel reinzukriegen, weil ich ja viele Leute verliere, ne? Und das kompensiere ich dadurch, dass ich eben sehr schnell... Und jetzt kann ich das erste Mal traden und das ist natürlich wichtig jetzt.
dass ich mir jetzt Medizin ertraden kann. Wie viel Medizin braucht man denn so? Also ich habe momentan 31 und 150 Herbs. Was kann ich denn gut verkaufen? Kohle ist wahrscheinlich richtig gut, ne? Verhältnismäßig. Kohle ist bestimmt gut. Und ich besitze ja sogar 500 Kohle im Moment. Ich kann meine Ziegelbrennerei inzwischen auch betreiben. Oh, hier fehlen Häuser. Ich habe inzwischen auch ein bisschen Kohle. Und ich habe aber das Problem, ich muss bei mir ein bisschen auf die Nahrungsmittel aufpassen. Ne, das Thema habe ich nicht. Ich besitze 2000 Nahrung im Moment. Ja, aber das ist in meinen Augen nicht viel. Also das habe ich auch und ich verkaufe immer ein bisschen was davon. Ne. Übrigens habe ich den Taylor abgerissen, worauf ich nämlich gar nicht geachtet habe. Und das ist halt wieder dann Intelligenzthema, dass man da ja Eisen für braucht. Ja. Also zum Bauen. Das ja. War ja richtiger Bullshit, das da hinzusetzen. Muss man dann auch so offen aussprechen. Warum hast du nicht einfach Eisen erhandelt? Ja, weil das sowieso jetzt noch keinen Sinn gemacht hat so. Das Jahr ist doch vorbei. Ah ne, es ist ja erst Herbst. Nicht aufgepasst. Hast du dir gedacht, ha? Ja. Warum auch nicht? Dafür spielst du. Du wartest nur darauf, wie du noch irgendwas von mir wegsnatchen kannst. Ja, natürlich. Warum denn auch nicht? Es irgendwie müssen ja die Umkosten von meinen Kräutern wieder reinkommen. Ja, meine Häuser bitte fertig machen. Ich habe 120 von 117. Schaut's denn aus mit den Jobs? 71 Jobs. Ich habe Bilder, ich habe Labora und alles ist da sehr gut. Meine Fischer hauen nach wie vor Nahrung ohne Ende raus. Das ist gut. Sag mal, was ist denn bei mir eigentlich los? Also das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe Bevölkerung 66, ne? Mhm. Davon sind 50 Erwachsene. Mhm. Und bei mir steht Employed 27 von 58. Hast du einen Jobbüro bereits? Ja. Ich so übrigens seltsamerweise nicht. Dann schau doch einfach. Und da steht Employed 49 von 60. Dann schau doch mal rein, welche Jobs nicht besetzt sind. Furniture Workshop und Brickwoods sind die einzigen, die nicht besetzt sind. Okay. Also ist echt hast du kein Holz und kein also laufen die Produktionen nicht? Doch, doch. Dann ist das einfach ein Statistikfehler quasi. Glaube ich nicht. Wie? Warum sollte das ein Statistikfehler sein? Naja, weil wenn ich auf meine Stadt schaue, steht Employed 30 von 60. Ja? Wenn ich ins Job Priority Thema, dann steht da auch 30 von 60 jetzt. Eben war der Wert anders. Hm. Also ich finde das sehr merkwürdig. Okay, Konzentration bei mir kurz. Wo sind die Baustellen? Hier haben wir Häuser fertig. Ich muss übrigens Häuser upgraden, Leute.
Hier wird noch gebaut. Mein Taylor ist fertig. Mein Taylor ist fertig. Ich habe Werkzeug, ich habe Medizin. Das heißt, ich kann auch neue Produktionen anschmeißen. Dover Trade. Teurer Trade. Gut. Bin da echt ganz zufrieden, wie das bei mir läuft. Drei Migranten vom Rado, die nehmen wir natürlich. Erstes Haus Level 4, schön. Rado hat drei Leute von mir gekidnappt. Es waren wahrscheinlich genau die, die gerade zu mir übergelaufen sind. Die habe ich einfach wieder zurückgekidnappt, genau. Weil so schnell kommen die mir nicht davon, weißt du? So läuft es bei dir. Die haben bei mir einen Blutvertrag unterschrieben. Und dann kommen die nicht einfach davon. Oh, da sieht man gerade gar nichts, hä? Mit dem mit dem Schnee. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, ne? Das ist nicht so. Aber wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie er das besser lösen könnte. Ja. Den Forester könnte man wahrscheinlich dann so langsam mal abreißen. Wobei, naja. Kann man das denn gut einschätzen im Winter? Nee, ich vergleiche es immer mit anderen Forestern und dabei musste ich gerade feststellen, der steht jetzt hier auf 27, die anderen auf 33 und hier 20, also steht schon normal da. Irgendwo fehlt mir ein Forester. Ah, hier habe ich noch, nee, 33. Ah, hier unten, glaube ich, müsste noch irgendwo einer stehen. Hier 40, naja, passt schon. Da wollen wir nix. Schade. So, 121 von 131. Ein Haus hier fehlt noch. Jobs, ich habe 88 davon, gerade 12 Bilder, keine Laborer. Okay, aber so viele Baustellen, habe ich noch so viele Baustellen? Ja, hier ist noch eine. Oh, ich habe ein Housing-Thema. Und Medizin down. Okay, dann habe ich gleich kein Housing-Thema mehr. So schnell ist man sowas. Bei dir gibt gerade ein bisschen deine Verbindung auf.
Oh, das ist schade. Ich hoffe mal, das regelt sich gleich wieder. Bin mal ruhig, dann merkt man es nicht. Natürlich auch eine Möglichkeit zur Nahrung. Ah, oh, ich baue schon wieder zu viel. Wie viel baust denn du gerade? Eigentlich extra wenig. Ich habe eigentlich gerade nur 2 Wohnhäuser und ein Lager im Bau. Okay. Handy mal schon angesteckt. Ja, ich bräuchte ein bisschen mehr Nahrung auf jeden Fall. 4 Migranten vom Rad. So, hier haben wir mal ein bisschen Geld bekommen. Wo können wir noch Lager ersetzen? Am besten, wo es auch ein bisschen größer ist. Hier eigentlich noch eins, ha? Lass mal die komische Wegführung so, wie sie ist. Ah, ich habe schon wirklich ein bisschen viele Baustellen. Da müssen wir mal ein bisschen warten. Was machten denn allgemein die Computer? Havre ist schon auf 0. Borkhild 0. Hastein 28. Rohal 16. Also die CPU kommt mir wieder schlechter vor. Uppsala 0. Stark 29. Luna 7. Ruhen 26. Das war's. Na gut. Rado macht plus 19 Einkommen. Sei 23. Warum machst du so wenig, Rado? Ja, das weiß ich auch nie. Das habe ich noch nicht raus, wie du das machst. Du bist da ja was die Finanzen betrifft, irgendwie deutlich besser. Wobei bei mir jetzt plus 31 steht. Ja, selbst ob du jetzt über 20 oder 30 reden, das ist beides nix. Also. Ja, ich bin schon, du machst wahrscheinlich 120 oder 300 oder so. 456. Ja, das ist schon nicht ein kleiner Unterschied. Nee. Riesiger Unterschied, ne? Also mache ich was Grundsätzliches falsch. Also ich habe halt wieder einen Haufen Gebäude auch auf Wüste. Ich habe auch wieder die Wüstenkarte drinnen. Also bei mir die macht hab ich diesmal nicht. Also ich kann jetzt mal zum Beispiel sagen, bei mir, bei meinen Wüstengebäude gibt es ein Wohnhaus zum Beispiel, das macht bei mir 32,7. Ja, meine machen im Schnitt 18. Das Beste hat 22,6, das beste Haus. Wie viel machen die anderen hier hinten? 22, 18. Ja, das sind meine Wüstenhäuser, die so viel machen. Und dann halt nochmal, ich mache halt nochmal alleine 310 Gold pro Haus Luxury. Also durch die Luxusgüter, was an die Häuser geht. Ja, und dafür fehlen mir die Arbeiter im Moment. Ne? Aber deine Verbindung ist ganz schlecht, Rado. Luxussachen, wenn. Kann ich gerade nicht ändern. Ja.
Hauptsache, du fliegst nicht aus dem Spiel. Das ist ja schon mal. Weißt du was? Nee, ich speichere jetzt nicht. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Wir haben noch kein einziges Mal, glaube ich, gespeichert. Ja, ist beim Radio manchmal so. Bei dem gibt manchmal die Internetverbindung auf. Warum auch immer. Wir haben, glaube ich, die gleiche Leitung. Aber manchmal mag's da nicht. Ich würde am liebsten schon wieder Häuser bauen. Würde am liebsten echt schon wieder Häuser bauen. Sechs Migranten vom Rado. Problem an der ganzen Geschichte, ich habe eigentlich gar keinen Platz dafür. Ja, das meinte ich. Jetzt habe ich sie aufgenommen und jetzt sind sie natürlich nicht sehr glücklich darüber. Dass du sie aufgenommen hast. Ja. Hier fehlt mir noch ein Haus, das ist noch nicht gebaut. Eine Baustelle. Zwei Baustellen. Hier steht jetzt alles. Alles fertig. Drei Baustellen. Vier Baustellen. Also eigentlich vier Baustellen, eigentlich relativ harmlos. Ich habe auch 9 Bilder und 11 Labore. Also keine Ahnung, warum schon wieder die Baustellen nicht gebaut werden. Denn Liberation hier. Aha, das ist ja netter, nennen wir es mal Bug. Ich habe hier Ruin, habe ich vassalisiert und jetzt kann ich gegen mich selber kämpfen, um Ruin zu befreien. Ja, da hast du wenigstens mal Chancen. Das ist ja spannend, sagen wir es mal so. Ja. Sehr nett. Jetzt kämpfe ich gerade gegen mich selber, wie gesagt. Ich vassalisiere einfach alles, egal wie viel Bewohner es hat. Also hier müssen sie noch... Ah. Hey, bin ich dumm? Bin ich doof? Gehen wir das mal auf so eine Baustelle, die gerade nicht besetzt ist. Hier auch. Ah, hier ist fertig. Da ist fertig. Ich mache genügend Geld, deswegen lassen wir das mal. Jetzt tatsächlich meine Frau hat gerade eine WhatsApp geschrieben. Sie ist übrigens wieder zu Hause, falls ich das nicht gehört habe. Ich habe es wirklich nicht gehört.
Ja, homeless, homeless, homeless. Ich weiß, bei mir ist jetzt viel homeless gerade. Also wir brauchen Häuser. Hier wird gerade noch gebaut. Hier, das ist fertig. Boah, anklicken. Nächste Luxusgut, sehr gut. Schweinefarm wird sich gerade drum gekümmert, heißt, wir können Häuser bauen. Habe ich ein Haus falsch gesetzt? Was mir eigentlich nie passiert, wie Quissel weiß. Eine Karawane ist angekommen. Sechs Migranten vom Rado. Ehrlich? Jetzt, wo ich gerade zum ersten Mal dreistellig bin, das möchte ich übrigens bemerken, okay, dass das bei diesem Spiel, bei diesem Spielstand, beim letzten Spielstand, wie viele Folgen hatten wir da schon? Auch nicht so viele. 6, 5, irgendwie so. Ja, aber da war ich ja bei 60 Leuten oder ja, so. Und jetzt habe ich schon die 100 erreicht in der vierten Folge. Das stimmt. Also es gibt einen Fortschritt bei mir, auch wenn er noch nicht dazu gereicht hat, mit dem mitzuhalten. Das weiß man nicht, weil ich glaube, nur Bevölkerung ist jetzt noch nicht so unbedingt aussagekräftig. Auch. So, dann würde ich nämlich jetzt hier gerne in die nächste Produktion einsteigen. So, ich habe Ruhen geholfen, dass sie wieder unabhängig sind von mir. Herzlichen Glückwunsch an Ruhen. Bin schwer beeindruckt. Vassalisiert. So halt Quatsch. Ist wirklich Quatsch. So, oder wir versuchen gleich mal an ein Lagerhaus zu kommen. Das wäre eigentlich noch besser. Ah, wenn man vom Teufel spricht, kriegt man es auch schon. Eisen brauche ich dafür. Dann muss ich mal Eisen erhandeln. Der Rado klaut schon wieder Leute von mir. Nennen wir es mal befreien, oder? Also Rado, hör mal auf damit, rate ich dir. Weil? Sonst erkläre ich dir den Atomkrieg. Das ist dir sogar zuzutrauen. Goldschmelze und das brauchen wir nicht. Das lassen wir erst einmal. Oh, bei mir war gerade ein Downgrade hier. Oh, ein Downgrade ist immer gut. Passiert.
Oh, ich habe keine Steine mehr. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Steine rumliegen haben. Nicht einmal das. Ja, dann erhandeln wir einfach welche. Schließlich habe ich mit dem Geld keine Probleme. Es ist wieder Winter. Ja. Schauen wir mal, probieren wir es mal wieder. Kriegst du die echt die Karten immer sofort jede Runde angezeigt? Wir sind im Winter. Ich kann dir trotzdem nichts klauen. Ich kann die verlängern. Okay. Es gibt nie den Zeitpunkt. Du kannst es gerne weiter versuchen, aber es gibt nie den Zeitpunkt, wo ich kartenlos bin. Muss ich aber sagen, finde ich dann auch ein bisschen doof, weil das ist ja eigentlich... Es ist sehr, sehr viel zu einfach für mich. Also wenn ich es selber tun müsste, der fragt mich halt, wenn die Karte ausläuft, fragt er mich, ob ich die verlängern will zum Preis von ein Gold pro Bewohner quasi. Okay. Das ist jetzt auch nicht so günstig, aber naja, es verhindert halt, dass ich mich darüber ärgern muss, dass du mir Leute stehlst. Ne? Also da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, dass mich das so an sich eigentlich wenig ärgert, weil ich ja schneller Zuwachs habe, als dass du mir die Leute klauen kannst, deswegen... Ja, richtig, genau, aber... Deswegen sehe ich es auch eigentlich relativ harmlos, dass ich mir denke, ich muss auf die Karte gehen, also... Na dann, bauen wir noch ein Haus da rein. Wenn schon eins reinpasst. Oh, ich habe auch das Hausthema viel zu schnell. Hey, mein Wachstum ist im Moment verhältnismäßig für mich auch enorm groß. Ja, da musst du aufpassen. Also ich muss zum Beispiel bei mir schauen, dass ich jetzt wegen Nahrung wieder ein bisschen... Ja. Ich baue auch gerade Nahrungsgeschichten. Ich habe eher das Holzthema gerade wieder. Das stört mich zum Beispiel überhaupt nicht. Also. Ja, aber auch das orientiert sich ja so ein bisschen daran. Daran? Ja, wie viel Baustellen du hast in dem Moment, ne? Ja. Also ich bin jetzt mal tatsächlich auf Kohle- und Eisenminen und sowas gegangen, weil ich habe ja Kohle hier, Eisen hier unten, Kohle nochmal hier, Gold da drüben. Ob ich das jetzt wirklich anschließe, sei mal dahingestellt. Aber da ich ja eh nicht wusste... Warum kann ich denn das jetzt nochmal wasserlisieren eigentlich? Das ist wahrscheinlich ein Fehler, oder meinst du nicht? Das soll doch sicher nicht so sein. Ach nee, ich glaube, ich habe die nur angegriffen, aber du musst die, dass du die richtig vassalisierst, nochmal angreifen quasi. Okay. Ein bisschen seltsam. Nee, doch nicht. Jetzt kommt der normale Vassalisierungsangriff. Hm. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen, da hast du recht, das ist falsch, glaube ich. Oh, ein bisschen seltsam. Scheint ein Fehler zu sein. Was? Food is low bei mir. Was geht denn das her? Ja, hast du eben noch gesagt, ne? Ja. Ich hab's an sich im Auge, deswegen. Ich hab's an sich im Auge. Deswegen habe ich auch schon wieder
hinterher gebaut quasi. Übrigens, Rado. Ja. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Ja, du willst mir sagen, dass die Folge schon wieder vorbei ist. Ja. Du alter Herzensbrecher. Ja. Ich weiß. Muss aber auch wirklich gestehen, also Leute, deswegen ein Fazit nochmal, klare Kaufempfehlung. Also das Spiel macht so Bock, das macht wirklich. Also es ist wirklich geil. Anders ja, kann man es nicht sagen. Sehr, sehr viel Spaß, sich damit die Zeit zu vertreiben. Und ja, kann man echt nicht anders sagen. Es macht einfach nur Spaß und man hat das Gefühl, immer was zu tun zu haben. Und zwar nicht nur negativ das Gefühl, sondern auch im positiven Sinne. Ja. Aber okay, wenigstens einer von uns beiden muss stark sein. Pause. Leute, mal wieder danke fürs Zuschauen. Abo-Knopf nicht vergessen. Bis zur nächsten Folge. Servus.